Leute, geht die Rallye weiter? Sehen wir weiterhin diese Kryptostärke, obwohl letzte Woche die Aktienmärkte leicht rot waren? Warum war das Ganze? Woher kommt der Pump? Warum verkaufen Aktien leicht ab? Und wie geht es mit Russland weiter? Was sind meine Gedanken zu all dem? Schauen wir es uns im heutigen Video an. Ich hoffe, du hast einen guten Start in diese letzte Woche des Monats, letzte Woche des Quartals, letzte Woche der ersten Hälfte des Jahres. Ja, es ist 26. Woche. Meine Güte, die Zeit verfliegt. Unglaublich, wie schnell das Jahr mittlerweile alles vorüber ist. Ich weiß auch nicht genau, kann einfach sein, weil einfach viel zu tun ist. Business, Familie, Sport. Also kann natürlich auch leicht so sein. Aber was für eine Woche! Bitcoin, absoluter Top-Performer unter den Top 10, wenn man sich die Top 10 Coins anschaut. Bitcoin hier ziemlich stark im Plus, hat wirklich alle anderen Top-Coins im Schatten stehen gelassen. DeFi-Chain, richtig gut mitgehalten. Das freut das eigene Investment natürlich. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr starke Woche. Natürlich, weil auch mit MetaChain Layer viel vorangeht, viele Projekte drauf bauen. Da sehe ich riesen Chancen. Also sehr, sehr cool. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Woher kommt diese Bitcoin-Stärke? Und woher kommt zum Beispiel die BNB-Schwäche? Denn BNB ist so ziemlich der einzige Coin über die letzten 7 Tage, zumindest unter den Top 20 Coins, der irgendwie rot war. Also während Bitcoin irgendwie fast 20% im Plus war, BNB in Rot gewesen. Eine unglaubliche Underperformance gegenüber Bitcoin. Woher kommt das? Und ich glaube, dass es ein bisschen zusammenhängt. Also, diese Punkte schauen wir uns alle mal ein bisschen an. Falls du das erste Mal mit mir im Kanal dabei bist, glaube ich jetzt nicht. Ich bin mit Abstand der größte Krypto-Kanal im deutschsprachigen Raum, von dem her ist es sehr wahrscheinlich, dass du schon mal dabei warst. Falls nicht, freue ich mich, wenn du trotzdem den Kanal abonnierst, up-to-date bleibst, Benachrichtigungen kriegst, wenn ich die Lives mache, wenn ich die Videos rausgebe, und dann verpasst du hier nichts. Also, starten wir ins Video rein. Letzte Woche des Monats, des Quartals, des Halbjahres. Was heißt das? Erstens heißt es natürlich, dass wir jetzt diese Woche einiges an Options Volatility sehen werden. Also wir werden wahrscheinlich einiges an Volatilität sehen von ganz vielen der Wetten, weil diese Optionen halt expiren. Dann haben wir das ganze Thema Russland, das hier plötzlich reinfließt. Und dann merkt man, dass der Kryptomarkt und der Aktienmarkt ziemlich getrennt zurzeit läuft. Aktien stark getrieben durch zwei Sachen zurzeit. Durch das Makro, und zwar, hier kommt das Thema Zinsen ein bisschen hoch, dass die Zinsen doch weiter raufgehen könnten. Das wurde auch letzte Woche, Jay Powell hat das nochmal gesagt, wir haben das besprochen. Das hat wahrscheinlich die Aktien ein bisschen verunsichert. Das Micro bedeutet hier AI, KI-Aktien, Tech-Aktien, die performen hier unglaublich stark und haben natürlich viel Performance für die Indizes betrieben. Die restlichen Aktien gar nicht so stark irgendwie performt. Und dann kommt natürlich jetzt dieser ganze Russland-Ukraine-Konflikt dazu, der aber erst nach Aktienschluss gestartet hat und 48 Stunden circa gedauert hat. Das heißt, Aktien haben eigentlich bisher gar nicht wirklich die Zeit gehabt, auf das zu reagieren. Es wird sehr spannend zu sehen sein, was jetzt heute Montag da passiert. Tokio hat bereits geöffnet, Singapur, Hongkong öffnet gleich. Noch wenige Reaktionen. Ich bin gespannt. In Russland hieß es, dass zuerst Ferien seien heute, aber das hat sich dann doch, also wurde dann doch nochmal revidiert. Europa macht natürlich dann erst auf und dann vor allem natürlich die US-Aktien. Ich bin super gespannt, ob die Börse darauf reagiert, was die Börse überhaupt glaubt. Und ich will dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe es auf Twitter auch gepostet, ich habe absolut keine Ahnung, was da wirklich vorgefallen ist. Die einen reden von, das ist jetzt ein Coup und Putin ist absolut geschwächt und das war's jetzt, jetzt kommt irgendwie der Ersatz. Und die anderen wiederum sagen, ja, das war absolut ein Geniestreich, ein 3D-Manöver von Putin. Jetzt konnten Truppen ummanövriert werden und jetzt kommt erst der richtige Angriff. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin nicht in Russland. Ich habe keine Ahnung. Mit den russischen Freunden, die ich habe, und ich war am Wochenende bei einem Mastermind-Event und da waren auch Russen dort und bei denen glaube ich jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie hier die großen Geschichtenerzähler sind. Und selbst die waren sich nicht einig. Also selbst bei denen hat man gemerkt, die einen erzählen das und die anderen erzählen das. Also von dem her überhaupt, also ganz schwer hier irgendwie zu wissen, was wirklich passiert ist. Und aus dem Grund sage ich es dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Behaupte auch nicht, dass ich eine Ahnung habe. Also ich gehöre nicht zu denen, die zuerst
Krypto-Experte waren, danach AI-Experte sind und dann U-Boot-Experte waren und danach jetzt russischer Krieg-Experte wieder geworden sind. Dazu gehöre ich nicht. Ich habe keine Ahnung von U-Boote und ich habe keine Ahnung, was dort zurzeit im Krieg passiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Ungewissheit natürlich sich an den Märkten niederschlagen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht Öl oder Gold hier doch jetzt wieder einen kleinen Aufschwung erleben werden. Haben ja doch ein bisschen eine Unterperformance gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht wieder eine Sektorrotation bei den Aktien dadurch sehen. Kann jetzt aber natürlich auch sein, dass es tatsächlich einfach nur 48 Stunden waren. Jetzt legt sich das Ganze und das war's. Also das wird meiner Ansicht nach natürlich so ein bisschen das Kernthema jetzt für Aktien diese Woche sein. Denn es sind sonst für Aktien relativ wenige Sachen da, die hier irgendwie jetzt einen starken Einfluss auf die Märkte hätten. Also von dem her weiß ich jetzt nicht, ob da sonst so viele andere Faktoren auf die Gesamtmärkte irgendwie einwirken. Krypto, und deswegen korrelieren diese zwei Märkte auch so also überhaupt nicht, hingegen ist extrem getrieben, meiner Ansicht nach, vom Micro. Und zwar von einem einzigen Spieler, von einem einzigen Event. Ich habe das schon oft erwähnt. Ich glaube, dass genau dasselbe im Januar passiert ist, genau dasselbe im März passiert ist. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder genau einen selben Fall gehabt haben. Denn jedes Mal, wenn dieser eine Spieler anfängt zu traden oder rumzuschieben, sind ganz spezielle Transaktionen plötzlich da. Und am Ende reagiert der Markt immer sehr, sehr ähnlich. Und ich rede hier von Binance. Und ich rede hier in dem Fall jetzt von TrueUSD, denn hier sind die Sachen sehr, sehr, sehr suspekt. Und ich rede natürlich von dem Abverkauf von BUSD, der vor allem hier in Bitcoin hineingegangen ist. Plus, ich glaube aber dieses Mal auch TrueUSD, denn es gab diese total kuriose Geschichte mit Prime Trust. Und Prime Trust ist ein Custodian. Und ein Custodian bedeutet, dass er ein technischer Provider, ein technischer Hersteller für Firmen ist, damit die ihre Coins speichern können. Also die Private Keys zu den Coins. Und da ist was ganz Kurioses, da wurde eine Cease and Desist Order erlassen. Und ich denke mir, warum? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit unserer Gruppe vergleiche, wir haben Levain. Levain ist die Marke oder die Firma, die genau solche Enterprise-Lösungen zur Verfügung stellt. Wenn du zum Beispiel jetzt Levain eine Cease and Desist Order gibst, dann hilft dir das eigentlich gar nichts. Denn das heißt immer noch, dass weiterhin alle unsere Kunden Zugang zu den Coins haben. Die können weiterhin alles irgendwie machen. Denn wir stellen ja nur eine technische Lösung zur Verfügung und die Kunden arbeiten damit dem ganzen Zeug selbst. Also es ist für mich nicht so ganz klar, warum diese Cease and Desist Order da ist, warum da Gerüchte da waren, dass da irgendwie Gelder entwendet worden sind. Also extrem dubios und es kamen dann relativ schnell so in den Gruppen, Wahlgruppen, auch ein bisschen, wenn man mit anderen CEOs ein bisschen gesprochen hat, mit OTC-Desks. Klar, es gibt viele Gerüchte, dass natürlich diese Positivität jetzt mit dem Spot-ETF, dass da vielleicht von BlackRock und so weiter was kommt. Und da ist natürlich viel Hoffnung, dass jetzt da irgendwie das Frontrunning kommt, dass jetzt Institutionen reinkommen, dass Wall Street reinkommt. Ich sag dir eins, ich kenne jetzt niemanden in meinem Umfeld, in den ganzen, von anderen CEOs, von anderen Firmen, von anderen OTC-Desks, die jetzt da irgendwie sagen, ja, ich sehe das so. Sondern es sitzen eigentlich alle da und sagen, wir sehen kein Interesse jetzt irgendwie, also kein verändertes Interesse von Retail, wir sehen kein verändertes Interesse von Institutionen, von größeren Firmen, das sehen wir alles nicht. Also, wenn das alles nicht da ist, dann woher kommt jetzt plötzlich dieses Kaufinteresse? Und da ist eben das Gerücht oder ein bisschen die Story, dass einerseits natürlich Binance, sondern kann sein, dass wir jetzt in den nächsten, vielleicht sehen wir es diese Woche oder ich weiß es nicht, dass wir hier vom Department of Justice einen Criminal Pursuit sehen. Und das könnte zum Beispiel auch erklären, warum BNB so abverkauft hat. Denn ansonsten ergibt es recht wenig Sinn, warum zum Beispiel BNB in so einer Phase jetzt irgendwie abverkauft. Denn eigentlich ist ja jetzt gerade für Binance irgendwie alles ein bisschen gegessen. Also es sollte ja eigentlich für Binance alles erledigt sein. Die ganze Klage und so weiter, das ist jetzt schon Wochen wieder her. Das hatte der Markt eigentlich schon lange wieder vergessen. Also warum jetzt dieser BNB-Abverkauf? Also muss man wirklich sagen, ein Abverkauf. Denn es ist ja fast 20% Minus gegenüber Bitcoin innerhalb von einer Woche. Und diese ganze Story rund um Prime Trust. Und da ist eben so ein bisschen das Gerücht, dass einige Parteien versucht haben, relativ schnell irgendwie rauszukommen. Und wenn du natürlich irgendwie rauskommen willst und du nicht Banken nutzen kannst, dann willst du natürlich in Gold. Und im digitalen Bereich ist das digitale Gold Bitcoin. Und ist natürlich hier wahrscheinlich der beste Fluchtort, Zufluchtsort. Und ich denke, dass einfach das von ein ganz, ganz wenigen Spielern passiert ist und das zu diesem extremen Pump bei Bitcoin geführt hat. Nochmal, es ist die Faktenlage für diese Variante deutlich stärker, aber noch absolut nicht konklusiv, als wie
diese ganzen Sachen, die ich schon draußen höre, dass jetzt irgendwie der Retail-Markt wieder einsteigt oder dass jetzt irgendwie Wall Street einsteigt oder dass jetzt irgendwelche Banken einsteigen, dafür liegt die Faktenlage einfach überhaupt nicht da. Ganz im Gegenteil, BUSD Market Cap runter, Prime Trust einiges an Problemen, ganz klare Geschichten, dass hier irgendwie versucht mit Exit-Liquidität und so weiter versucht wird, relativ gut in Bitcoin hineinzukommen. Und das denke ich. Und das wird ein wichtiger Punkt sein jetzt für diese Woche. Das wird einfach der entscheidende Punkt sein. Erstens, will diese Exit-Liquidität irgendwie waschen? Muss die Geld waschen? Dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel solche Sachen eher in die Privacy-Coins, Monero und so weiter reingeht. Kann sein, dass die einfach dann hergehen und sagen, lasst uns diversifizieren. Dann kann sein, dass die anderen Coins, Ethereum und so weiter, davon profitieren. Wir haben einen brutalen Push auch generell bei den DeFi-Coins gesehen. Also nicht nur DeFi-Chain, sondern auch AF und so weiter. Also die Coins haben echt einen, also ganz interessant, welche Coins hier einfach gepusht worden sind. Und das ist für mich schon so ein bisschen dieses Thema, dass wirklich DeFi zurzeit, wie wir das schon oft besprochen haben, einfach eine interessante Renaissance erlebt in dem Ganzen zurzeit. Und da bin ich gespannt, wie das weitergehen wird, inwiefern sich diese ganzen Sachen einfach hier entwickeln. Also das ist sicher so der Kernpunkt und ich glaube, dass das zurzeit der wichtigste Faktor ist. Es ist wirklich ein Mikrofaktor. Also Mikro heißt nicht, dass es ein kleiner Faktor ist, sondern der pumpt ja den ganzen Markt zurzeit. Aber es ist sozusagen ein sehr spezifischer Faktor und es ist nicht irgendwie so ein Makrofaktor, der wie zum Beispiel Zinsen und so weiter. Und ich glaube, dass die zurzeit auf Krypto recht wenig Einwirkung haben. Und das macht es einerseits natürlich ein bisschen einfacher, das zu traden. Andererseits macht es auch schwerer, weil du halt nicht genau weißt, wer denn wo welche Einwirkungen in das ganze System zu sein hat. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind das mal so ein paar der Punkte, die man sich hier zurzeit ein bisschen anschauen sollte und die man sich ein bisschen überlegen sollte. Von unserer Seite, ich habe es im Donnerstag-Video, Donnerstag-Video erwähnt. Wir haben bei uns die Gruppe restrukturiert, wenn man die Gruppe formalisiert. In dem Fall die ganze Cake-Gruppe, dann kamen sofort irgendwelche Wahnsinnsgerüchte von Leuten hoch, da muss jetzt irgendein Whitewashing passieren oder da geht es jetzt um irgendwas, muss man jetzt irgendwie schauen. Absolut Blödsinn, wir wollen den Namen Cake einfach halten und mir gefällt der Name Cake, ich finde den super schön. Also es ergibt einfach keinen Sinn, die Retail-Seite Cake zu benennen und die ganze Gruppe Cake. Denn jedes Mal dann, und darfst du einfach eins nicht vergessen, bei uns in der Firma, wir sind fast 200 Angestellte, bei uns in der Firma ist die Retail-Seite weniger als die Hälfte der gesamten Firma. Es ist einfach mittlerweile, der Großteil ist nicht mehr Retail. Wir haben Enterprise, wir haben das ganze R&D-Team, wir haben den VC-Fonds, wir haben natürlich, was Finance angeht, was Treasury-Management und so weiter angeht. Das ist einfach, und nicht jeder von denen fühlt sich mit der Retail-Seite assoziiert. Ganz im Gegenteil, wenn ich zum Beispiel am Freitag im Town Hall über solche Sachen rede, da ist nur mehr ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil Retail. Und der Großteil sind viele andere Sachen. Und ich sage dir auch eines, ich glaube zum Beispiel, dass wir noch nicht dieses Jahr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwie, Alter, das ist absolut illegal, ernsthaft. Weißt, fahrt er vor, es ist lächerlich, fahrt vor, steht, bleibt vor mir stehen und lässt hier jemanden bei doppelter Sperrlinie raus. Wenn das die Polizei sieht, gibt es Rohrstockschläge. Ja, nach vorbeugen. Und der Großteil mittlerweile in der Firma ist nicht mehr bei Retail. Und das ist, glaube ich, ganz schwer, weil ich verstehe natürlich, dass der Großteil der Zuseher natürlich Retail ist und ich verstehe, dass die Leute sich da schwer tun. Aber ich glaube auch zum Beispiel, dass wir vielleicht Ende 2024 wird der Großteil des Umsatzes nicht mehr von Retail kommen, sondern wird eher von der Enterprise-Seite kommen. So wie sich das zurzeit einfach alles entwickelt. Also, ich will es nur noch mal hier ganz kurz erklären. Du kannst auf cake.group gehen, da siehst du das alles. Wir werden den Namen Cake nicht irgendwie weggeben, sondern ich finde den Namen voll schön und ich finde, der passt total gut. Und die Retail-Seite bake.io finde ich auch total cool. Ich finde die Wortspieler mit Baker hier einfach natürlich viel, viel, viel besser. Also Bäcker auf Deutsch. Und ich glaube, dass das einfach eine super schöne Richtung in dem ganzen Zusammenhang hier ist. Wird es eine neue App geben am 10. Juli? Und auch noch ein wichtiger Punkt. Da wird es noch einiges an neuen Produktlinien geben, die echt cool sind. Also kannst du dich darauf freuen. Wir arbeiten da schon ziemlich lange jetzt auf das Ganze hin und haben das ziemlich gut sorgfältig durchgeplant. Also das wollte ich hier einfach noch dazu sagen. Genau, ansonsten die Woche, bin gespannt, wie die Woche da ein bisschen jetzt wird. Auf jeden Fall, ich glaube, jeder, der in Krypto investiert, hat letzte Woche eine schöne Woche gehabt. Bitcoin extrem gut performt, Ethereum nicht ganz so stark, DeFi-Chain mega schön mit Bitcoin mitperformt. Ja, da merkt man natürlich, das ganze Meta-Chain-Layer zurzeit geht da richtig ab. Da sind schon so viele Projekte, die jetzt da drauf bauen und drauf rumbasteln. Wir werden auch bei uns mit dem R&D-Team drauf bauen. Wir werden
Projekte drauf bauen, die DFI und DOSD dann burnen, damit da ein hoffentlich Preissupport reinkommt und dass dann DOSD zurück auf einen Dollar geht, dass DFI stark performt. Mal schauen, da gibt es einiges an Sachen, wo man plötzlich, ich habe da oft drüber geredet, wo man dann diesen Nutzen, der ja da ist, aber der dann auch wirklich in Wert umgewandelt werden kann. Und da sind ja viele, viele Projekte, die das ähnlich machen werden. Da gibt es ja einiges jetzt, eine ganze Kollektion schon an Projekten, die hier ziemlich Gas geben und sich das ziemlich genau überlegt haben. Also da bin ich super optimistisch. Genau, schöner Start in die Woche. Ich freue mich. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Ich bin ganz leicht angeschlagen. Vielleicht man hört es, ich bin verschnupft. Also nicht jetzt irgendwie, naja, verschnupft, aber ich weiß nicht genau warum. Verschnupft, Kinder noch gesund. Das ist gut. Also, ja, und zur Zeit, ich habe ein bisschen Hamstring, Sehnenscheiden. Ich bin einfach echt viel gelaufen. Über 100 Kilometer in der Woche. Merkst du zur Zeit. Also, ich muss jetzt mal ein bisschen runterfahren die Woche. Denn nächste Woche starten die letzten 12 Wochen den Marathon. Wird eine gute Phase. Also es geht echt ab. Familie, Business, Privat, alles läuft gut. Schönes Mastermind-Treffen bei mir am Wochenende gewesen. Auch echt gut gewesen. Richtig coole Leute. Sehr schön. Also ich hoffe, dass du das auch für dich hast. Einfach Gruppen, Leute, mit denen du dich austauschen kannst, wo du dich echt gut verstehst. Ja, das Leben geht um Beziehungen. Leute, ich wünsche dir einen schönen Start. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Ich hoffe, du kriegst mehr von dem Ganzen. Falls es tut, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Gib mir einen Daumen hoch, teile das Video, mach all die ganzen tollen Dinge. Am Podcast natürlich genau das Gleiche. Und dann sehen wir uns, hören wir uns das nächste Mal. Leute, liebe Grüße aus Singapur. Macht's gut. Tschüss.